Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir im wahrsten Sinne des Wortes eine außergewöhnliche Freude, Sie heute hier im Namen des Verlags de Gruyter zur diesjährigen Verleihung des Preises Zukunftsgestalter in Bibliotheken begrüßen zu dürfen. Denn wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten und so müssen wir diesen Festakt im virtuellen Raum begehen, statt wie geplant auf dem Bibliothekartag in Hannover. Zum 9. Mai verleiht de Gruyter in diesem Jahr in Kooperation mit der Zeitschrift Bibliothek Forschung und Praxis und der Zukunftswerkstatt Kultur- und Wissensvermittlung den Preis Zukunftsgestalter in Bibliotheken. Ganz und gar nicht außergewöhnlich ist dabei, dass uns auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Bewerbungen erreicht hat, die eindrucksvoll die zukunftsträchtige Kreativität und das große Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bibliotheken im deutschsprachigen Raum belegt. Und so war es für die Jury kein leichtes, unter den vielen exzellenten Einreichungen die zwei preiswürdigen Projekte zu ermitteln. Aber bevor Sie erfahren, welche Bewerbungen in diesem Jahr ausgezeichnet werden und welche Aspekte dabei ausschlaggebend waren, möchte ich Ihnen und uns allen eine interessante und anregende Veranstaltung wünschen und an dieser Stelle an Herrn Professor Elmar Mittler übergeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Hoppe. Wir danken dem Verlag natürlich sehr herzlich, Herr Hoppe, dass es wieder einmal möglich ist, diesen Preis zu verleihen. Er passt ja in die Zielvorstellungen, die wir mit unserer Zeitschrift Bibliothek genauso wie mit der Zukunftswerkschaft haben, dabei zu helfen, dass Innovationen vorangebracht werden, dass Innovationen bekannt werden, dass Innovationen auch für andere nutzbar gemacht werden. Es ist immer wieder beeindruckend, wie unterschiedlich die Beiträge sind, die hier uns vorgelegt werden. Das geht von einzelnen Aktivitäten einzelner. Das geht aber vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren zunehmend auch in Gemeinschaftsaktivitäten. Gemeinschaftsaktivitäten, die zum Teil in einem großen Kreis sind, wo aber dann doch individuelle zusätzliche Aktivitäten erkennbar werden. Und manche, die gehen so richtig voran. Und solche Beiträge, die haben wir versucht, in diesem Fall jetzt ganz besonders auszuzeichnen. Das können wir in diesem Fall, in diesem Jahr leider wegen der Corona-Krise ja nicht wirklich konkret machen. Wir würden gerne mit Ihnen zusammen bei einem Sektfrühstück sein und würden also anstoßen. Wir können dies nur virtuell machen. Aber ich hoffe, es ist trotzdem für Sie alle auch interessant und es gibt uns Möglichkeiten, in neuer Form die Dinge zugänglich und vielleicht auch interessant zu machen. Lassen Sie uns aber jetzt schon einmal gemeinsam auf die, die da noch kommen werden, einen ersten Schluck nehmen und ja, auf zum virtuellen Sektfrühstück. Dieses Jahr freuen wir uns sehr, dass wir einen Preis für ein mutiges Projekt und eine mutige Partnerschaft vergeben können an die ZLB, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin und das Projekt Digitale Welten im Verbund Öffentliche Bibliotheken Berlins. Dr. Arne Bohn und Dr. Moritz Mutter stehen hier für die beiden Kooperationspartner, die im Bereich Filmstreaming und Videostreaming ganz besondere Wege gegangen sind mit ihren Institutionen und mutige neue Partnerschaften auch mit der Wirtschaft gefunden haben, um hier ein attraktives, schönes Angebot von den Bibliotheken an ihre Kunden im Bereich Videostreaming gestalten konnten. Besonders gefallen haben uns verschiedene Aspekte, auf die wir jetzt ein bisschen eingehen wollen. Ja, also, und ich darf gleich ergänzen, es ist natürlich gerade vor dem Hintergrund in Bibliotheken, es gibt steigende Videostreaming-Dienste und das ist eine Herausforderung für Bibliotheken, das muss man ganz klar sagen. Und es ist gerade dieses Projekt, was also den Kunden in Bibliotheken, also gerade den filmbegeisterten Kunden, wirklich etwas Tolles anbietet. Und nicht nur in der Hinsicht, dass es jetzt auch wieder nur Blockbuster sind, sondern es ist eine ganz bunte Auswahl an Dokumentationen, an Kinder- und Jugendserien, sogar Filmfestivalbeiträge sind dabei. Und das hat uns besonders überzeugt. Ich fand es schön, dass man hier eine Vorreiterrolle ergriffen hat
und als Pilotanwender für Bibliotheken auch in Richtung Zukunftssicherung von Bibliotheken gearbeitet hat. Und besonders finde ich, dass es ein werbefreies Angebot ist, dass personenbezogene Nutzerdaten geschützt werden, gerade in heutigen Zeiten, wo man doch sehr auf Datensicherheit achtet, ist das auch etwas Besonderes im Kontext der Plattform. Ja. Der Imagegewinn, den sehe ich auch als ein ganz wichtiges Kriterium für unsere Preisvergabe. Also einfach deutlich zu machen, was Bibliotheken heute sind und wie sie auch Benutzergruppen, die eher vielleicht als bibliotheksfern wahrgenommen werden, also gerade Jugendliche, für die Streamingdienste unglaublich wichtig sind. Das hat gerade die aktuelle GYM-Studie gezeigt, da jetzt ganz gezielt anzusprechen und denen qualitativ hochwertige Angebote zu machen. Ja, das Tolle ist, dass das also auf europäischem Rahmen passiert, teilweise jedenfalls, und dass es wirklich von anderen mitgenutzt werden kann und auf diese Art und Weise also die Chance besteht, dass Bibliotheken insgesamt attraktiver für ihre Benutzer werden, ihre Aufgabe für die Benutzer wirklich erfüllen können. Also ich finde, wir können den unseren Preisträgern wirklich gratulieren und ich würde vorschlagen, wir trinken mal einen guten Schluck auf dieses besondere Projekt. Viel Erfolg weiter. Cheers. 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 Herzlichen Dank für diesen Preis, den wir im Namen des Verbunds der öffentlichen Bibliotheken Berlins mit der Zentral- und Landesbibliothek Berlin entgegennehmen. Wir danken dem Land Berlin für die Förderung des Projekts Digitale Welten, das die Einführung der Video-Streaming-Angebote ermöglicht hat. Herzlichen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die uns bei dem Projekt tatkräftig unterstützt haben. Und vielen Dank natürlich an die Firmen Realport und Filmwerte, die Streaming-Portale AVA und Filmfriend betreiben. Bibliotheken haben sich seit Aufkommen des Home-Videomarkts vor etwa 30 Jahren als Orte des freien Zugangs zu Filmen etabliert. Sie spielen eine enorm wichtige Rolle für die Filmbildung und Filmvermittlung für ein breites und sehr diverses Publikum. Aktuell verändert sich der Filmmarkt radikal. Die Bedeutung des Online-Zugangs zu Filmen steigt enorm. Für öffentliche Bibliotheken stellt sich daher die Notwendigkeit, Video-Streaming-Angebote zu entwickeln. Es geht darum, die filminteressierte Nutzerschaft zu behalten, den Bildungsauftrag zu erfüllen und soziale Teilhabe zu sichern. Im Rahmen des Projekts Digitale Welten des Verbunds der öffentlichen Bibliotheken Berlins, FÖB, zu dem die Zentral- und Landesbibliothek Berlin gehört, konnten zwei Video-Streaming-Angebote in Pionierarbeit entwickelt werden. Audiovisual Access, abgekürzt AVA, sowie Filmfriend. Das Video-Streaming-Portal AVA ist eine Kooperation der Firma Realport mit Filmfestivals aus 8 europäischen Ländern, die jeweils mit öffentlichen Bibliotheken oder mit Bibliotheksverbünden kooperieren. Für dieses Projekt gelang es, Fördermittel im Mediaprogramm der Europäischen Kommission einzuwerben und dabei filmbibliothekarische Aspekte mit einzubringen. Das kuratierte Filmangebot von AVA wird laufend weiterentwickelt. Aktuell sind zum Beispiel Filme zum Mai 1945 zu sehen, europäisches und internationales Filmschaffen sowie Kurzfilme aller Genres. Die Firma Realport stellt die technische Infrastruktur für die Datenbank bereit und führt Verhandlungen mit Filmverleihern zur Lizenzierung von Filmpaketen. Die Filmbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin evaluiert Filmlisten, auf deren Basis Realport Lizenzen bei Verleihern einholt. Die öffentlichen Bibliotheken bzw. Bibliotheksverbünde lizenzieren die Filmpakete und machen die Filme für ein breites Publikum zugänglich.
Die Angebote sind mit Bibliotheksausweis bequem von zu Hause abrufbar. Im Juli 2017 ging das Portal Filmfriend im Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, FÖB, an den Start. Das Portal wird von der Babelsberger Filmwerte GmbH betrieben. Es kann von jeder Bibliothek in Deutschland, Österreich und der Schweiz lizenziert werden. Zu sehen sind Spielfilme und Serien, Kinderfilme und Dokumentarfilme, darunter zum Beispiel DEFA-Filmklassiker. Im Rahmen des durch das Land Berlin geförderten Innovationsprojekts Digitale Welten hat der FÖB das Projekt wesentlich mitentwickelt und konnte als erste Bibliothekseinrichtung das Angebot für alle Berlinerinnen und Berliner mit Bibliotheksausweis des FÖB anbieten. Vorangegangen war eine umfangreiche Entwicklungsarbeit. Die Kolleginnen und Kollegen im Servicezentrum des Verbunds der öffentlichen Bibliotheken Berlins testeten das Angebot sowohl im Hinblick auf Technik, Zuverlässigkeit, Nutzbarkeit, Kinderschutz und Design. Mit dem Projekt Digitale Welten hat der Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins sich zum Ziel gesetzt, der digitalen Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, indem Angebote entwickelt und bereitgestellt werden, die ohne Ansehen der finanziellen Lage von allen genutzt werden können. Die Zusammenarbeit mit einem etablierten Partner aus der Filmbranche hat sich dabei als äußerst fruchtbar erwiesen. Das Portal Filmfriend erreicht mittlerweile eine breite Nutzerschaft in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken und zählt im Mai 2020 bereits 168 teilnehmende Bibliotheken in Deutschland und der Schweiz. Für die öffentlichen Bibliotheken bedeutet die Einführung von Videostreaming-Angeboten auch einen enormen Imagegewinn. Wir danken für die Verleihung des Preises Zukunftsgestalter in Bibliotheken. Der Preis spornt uns an, diese Angebote auch in der Zukunft weiterzuentwickeln und vor allem das dabei erworbene Wissen mit möglichst vielen Bibliotheken im In- und Ausland zu teilen. Den zweiten Preisträger, den wir heute ehren, das ist eine ganze Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus der SLUB Dresden, nämlich das ist Juan Garce, Annika Kramer, Marlies Krause, Julia Meyer und Anita Sandner. Und diese Gruppe hat uns einen wunderbaren Antrag eingereicht für die Zukunftsgestalter, nämlich die Textwerkstatt oder das Textlab, Werkstatt für analoge und digitale Textarbeit. Und hier geht es um sowas wie einen Makerspace der Worte. Also eine Textwerkstatt, was ganz Besonderes, die Schulungen anbietet, Beratungsangebote zum kreativen Schreiben, die auch was ganz Besonderes macht, nämlich diesen Schreibprozess als einen körperlichen Prozess zu verstehen, im Sinne von Embodied Writing. Das hat uns sehr beeindruckt, was die dort auf die Beine gestellt haben. Besonders gut gefallen hat mir dabei auch, dass die Angebote der Schreibhilfe und der Programme, die für die körperliche Ertüchtigung oder Entspannung da sind, im Grunde immer verfügbar sind und nicht nur zu ganz wenigen Ausnahmezeiten, sondern dass es im Grunde ein sehr permanentes und sehr gut verfügbares Angebot rund um das Schreiben und das Kreativwerden und das sich Sortieren in jeder Form ist. Und dazu auch tolle Partner gefunden hat außerhalb der Uni, innerhalb der Uni, also auch viele interessante Partnerschaften entstanden sind. Das fand ich auch so schön, dass man rausgegangen ist. Einerseits sehr ungewöhnliche Partnerschaften wie mit dem Deutschen Hygienemuseum, aber dass man auch rausgegangen ist ins Grüne, dass man einen grünen Schreibraum hat und so auch den ganzheitlichen ökologischen Aspekt mit hereinbringen und vor allem auch dieses Wissen durch selber machen und mitteilen, das passt einfach ganz super in den Kontext Partizipation und dritter Ort. Ja, und man muss auch wirklich nochmal hervorheben, was mich sehr begeistert hat, kann ich sagen. Also es gibt ja eine Menge an Schreibberatung oder an Angeboten, wie man jetzt praktisch wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Aber dass das jetzt wirklich dieser ganzheitliche Ansatz ist, wie eben schon gesagt wurde, sogar mit Yogakursen und solchen Geschichten, finde ich, ist eine ganz tolle Sache, die, wie man ja auch sehen kann, einfach auch durch die Teilnehmerzahlen, ja, so in den ersten 6 Monaten, eben beweist, dass es wirklich da einen großen Bedarf gab und über das herkömmliche Angebot in anderen Einrichtungen hinweg.
Ja, das große Problem der Dresdner ist natürlich, dass jetzt in der Zeit der Corona-Krise all diese wunderbaren Angebote so noch gar nicht wieder in Praxis umgesetzt werden können. Ich bin sehr gespannt, was die machen, damit das doch bald auch wieder anfangen kann. Auch da ist Kreativität gefordert. Aber das, was hier als Vorbild da ist, das sollte von möglichst vielen Bibliotheken übernommen werden. Das sollte anregen, auch weiter kreativ das Lesen und Schreiben in ganz neuer Form, in gesamter Form zu sehen. Auch mit unseren Dresdner Kollegen möchten wir jetzt gerne noch anstoßen, auch vor allen Dingen, dass sie möglichst bald wieder das volle Programm fahren können. Zum Wohl. Zum Wohl. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hallo Anita. Oh, hallo. Grüß dich. Hey. Hey du, ich wollte endlich mal vorbeikommen und mir das Sexlab angucken. Ja, klar. Kannst du mir das mal zeigen? Sicher, das Sexlab ist oben. Komm okay. Mit. Das ist das Sexlab. Erzähl mir. Ja, das ist das sogenannte Forum. Das haben wir ganz neu eingerichtet, erst Ende letzten Jahres, weil sich einfach gezeigt hat, dass wir dringend Gruppenarbeitsplätze brauchen in der Bibliothek. Und die haben wir hier jetzt geschaffen. Ne? Einerseits an diesen Stehtischen, wo man sitzen kann und mit diesen Multipräsentern auch gemeinsam an Texten am Bildschirm arbeiten kann oder an Präsentationen. Und andererseits haben wir auch noch zwei Arbeitskabinen. Da kann man dann ein bisschen geschützter und im intimeren Rahmen auch in der Gruppe arbeiten. Ja, da ist man ein bisschen abgeschirmter von dem, was sonst so passiert im Raum. Wir haben ja auch sehr viel Schreibberatung oder andere Beratung. Die haben wir hier drüben. Ja, das ist unser Beratungstisch. Und da beraten einerseits die Kollegen und Kolleginnen aus dem Haus, also aus dem Textlab und auch aus anderen Abteilungen des LUB. Aber auch sehr viel die Tutoren und Tutorinnen des Schreibzentrums, also die studentische Peer-Beratung findet auch hier statt. Und dann haben wir noch, wenn man einfach gemütlich was lesen will, in entspannter Atmosphäre, haben wir noch die Leselounge. Das wäre hier. Ja, haben wir Sofas mit Steckdosen, dass man auch das Handy laden kann oder einen Laptop verwenden kann. Und dann kann man sich einfach ganz entspannt hinsetzen und was lesen oder schreiben und den Blick ins Grüne genießen. Ja, und wenn man ganz konzentriert was schreiben muss oder gerade eine Arbeit fertig schreiben muss, dann haben wir auch noch den Schreibraum. Den zeigt dir jetzt die Annika. Ja, dann komm doch mal mit. Hui, was war das denn? Ach, das ist ganz normal, dass hier immer mal Möbel rumrollen. Die sind nämlich flexibel. Das heißt, man kann die Tische zum Beispiel hochklappen und dann an die Seite schieben, um sich Platz zu machen. Und auch die Stühle sind auf Rollen. Damit kann sich jeder einfach individuell seinen Arbeitsplatz so einrichten, wie er ihn gern hätte. Vielleicht magst du allein am Fenster sitzen oder lieber mit anderen in der Gruppe. Das lässt sich alles problemlos einrichten. Und was ist da drüben im Regal? Ach, das werden wir tatsächlich häufiger gefragt. Das sind Yogamatten, Yogakissen und Meditationsbänkchen. Schreiben ist ja auch immer ein körperlicher Prozess. Und dafür bieten wir im Textlib jede Menge Yoga- und Achtsamkeitskurse an. Oder man will in der Pause einfach mal den Kopf frei bekommen, dann kannst du dir natürlich auch jederzeit einfach so ein Utensil schnappen und ja, einfach mal ein paar Übungen machen. Für Workshops und Gruppenarbeiten sind allerdings die Gruppenräume besser geeignet und die wird Juan dir jetzt mal zeigen. Hallo. Hallo Juan. Komm bitte mit. Alles klar. So, was ist denn hier? Das ist einer der zwei Gruppenarbeitsräume. Und hier treffen sich kleinere und mittlere Gruppen und arbeiten an Texten. Zum Beispiel mit digitalen Methoden betreiben wir Digital Humanities. Hier transkribiert zum Beispiel eine Gruppe einen Handschriftentext und zeichnet ihn in TI aus. Ha, und was steht hier am Board? Hier ist ein Beispiel, wie man in TI eine Abkürzung auflöst.
So, ich muss jetzt hier weitermachen, aber die Malis will ich weiterfilmen. Zeit für eine Pause. Ich zeige dir jetzt den Pausenraum und wir sehen uns in 25 Minuten wieder. Bis gleich. Malis, wo gehen wir denn jetzt hin? Das ist unser neuer Pausenraum. Schau mal hier. Wir haben den komplett neu gestaltet, damit sich die Studierenden und andere Nutzer wohlfühlen. Willst du dich einfach setzen? Na klar. Du, sag mal, warum hat es denn jetzt da oben geklingelt? Wir nutzen eine Methode zum Zeitmanagement, damit wir einfach auch mal die Pausen nicht vergessen, weil die Pausen sind ebenso wichtig fürs Lernen, damit man danach einfach produktiver wieder starten kann. Oh, ich sehe gerade Julia da draußen. Sie würde dir den Außenbereich zeigen. Willst du da einfach mal rausgehen? Alles klar. Gut. Ciao. Hallo Julia. Ah, hallo. Gehört das hier auch zum Textlab? Ja, das ist der grüne Schreibraum vom Textlab. Ah ja. Und was macht ihr hier draußen? Also du kannst hier draußen auch schreiben, kannst Kaffee trinken, Pause machen oder auch wie ich gerade hier im Garten hantieren. Man kann gießen, Unkraut zupfen, die Pflanzen pflegen. Das ist als Ausgleich gedacht. Wenn du in deiner langen Schreibphase auch mal eine Auszeit brauchst, kannst du dich hier bewegen an der frischen Luft. Und gleichzeitig hilft das beim Konzentrieren, ja, weil du dich fokussierst, du bist da in dem Moment. Und warum habt ihr das Textlab erfunden? Es war dran, es gab noch nicht so einen Schreibraum, der den ganzheitlichen Ansatz jetzt berücksichtigt, dass Körper und Geist eine Einheit bilden und die Studierenden brauchen das. Also haben wir unsere Bibliothek umgebaut. Und guck. Super, danke. Angenommen. Ja, Sie haben mit uns jetzt die beiden Gruppen kennengelernt, denen wir die Preise zuerkannt haben. Ich denke, Sie können mit uns die Wahl vielleicht wirklich bestätigen. Es sind ganz außerordentlich interessante und zukunftsträchtige Projekte. Sie sind, was vor allen Dingen die Dresdner angeht, natürlich jetzt in der Corona-Zeit besonders schwierig, konkret weiter durchzuführen. Aber die Corona-Krise ist ja für uns alle eigentlich eine ganz große Herausforderung zur Kreativität. Wir hoffen natürlich, dass im nächsten Jahr, wenn es den Preis wieder geben wird, dass wir da wieder normale Zeiten haben. Aber wir sind auch sehr gespannt, was sich gerade durch den Push, durch die Herausforderung der Corona-Krise an besonderen Ideen noch entwickelt. Wir werden diese, so wie jetzt die beiden Preisträger und die anderen interessanten Einsendungen, die wir hatten, werden wir in der Zeitschrift Bibliothek, Forschung und Praxis wieder vorstellen. Und ich hoffe, dass Sie Gelegenheit finden, in das nächste Heft hineinzuschauen. Aber ich mache auch schon Sie gespannt vielleicht auf das nächste Jahr. Lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen mit den Preisträgern feiern und noch einmal das Glas erheben und uns, ja, leider können wir das nur sehr wenig, noch ein bisschen über die Thematik unterhalten. Nehmen Sie die Anregungen, die Sie hier bekommen haben, mit in Ihre Bibliotheken. Überlegen Sie, was Sie davon auch konkret anwenden können. Alles, alles Gute für unsere Preisträger und viel Erfolg für Sie alle auch. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.